zurück zu Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Link, was tust du da? Okay. Wir haben die drei heiligen Steine in petto und müssen eigentlich zum Schloss. Also nee, eigentlich sollen wir nur zum... Ja, zu der Mauer da gehen, also... Ja, wo das Schloss halt drin ist, da. Der Marktplatz in Hyrule, da sollen wir hin. Also, nee, eigentlich sollen wir ja zum Schloss. Doch, ja, ihr seht bestimmt schon, es ist eine neue Aufnahmesession und wir schauen ja. Bestleistungen von Strulli. Skulptur-Symbole 19. Größter Fang 0 cm. Sitz beim Bestzeit beim Marathon, Bestzeit beim Pferderennen, Bogenschießen, alles 0. Da hatten wir noch gar nichts gemacht und hier. Dies ist ein Bett. Ja, das sehe ich. Hier kannst du dich ausruhen und neue Energie gewinnen. Möchtest du dich jetzt ausruhen? Nö. Da kann man später auch noch andere Sachen... Ich habe mein Schwert nicht. Da können wir später auch noch andere Sachen machen. Oh, es ist gerade Nacht. So, bevor wir uns allerdings zum Schloss begeben, wollen wir noch andere Sachen erledigen. Zum Beispiel hier im Kakariko. Wie heißt es nochmal? Kokiri-Dorf. Allerdings möchte ich als allererstes mal wieder die Hymne der Sonne spielen. So, wir machen mal hier wieder aus, ne? So, dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser. Die Musik ist irgendwie ein bisschen komisch. Ein bisschen leise. Das Mondgesicht ist immer noch da oben. Oh, was ist das denn? Nix? Okay, dann eben nicht. Da hinten. Ah, wir können jetzt zum Deku-Baum gehen. Dort fehlt uns nämlich noch eine Skulptur, glaube ich mal. Hier gibt es, glaube ich, gar keine. Yeah, er freut sich. Kann ich auch. Was denn? Du besitzt nur die drei heiligen Steine. Lass uns zum Schloss von Hyrule gehen. Kann ich auch. Siehst du allerdings nicht aus dem Stand. Leider. Da. Moment mal, ich muss mal kurz was ausprobieren. Okay. Diese lahmen Gegner hier. Und der Deku-Baum steht immer noch da, obwohl er jetzt schon längst tot ist. Er hat, glaube ich, auch seine Farbe ein bisschen geändert, oder? Irgendwie sieht der Bildschirm so klein aus. Ich weiß auch nicht. Schauen wir mal. Im Deku-Baum. So, sind wir wieder da? Es ist noch... Ah, da ist sogar ein Raum, wo wir noch gar nicht waren. So, und da ist noch eine Truhe. Ich habe ja eine Truhe übersehen. Seit wann denn das? Im ersten Stock etwas höher. Okay, dann gehen wir dort gleich mal hin. Warum bitte habe ich da eine Truhe übersehen? Das war im zweiten Part und war... Moment, ich muss mal kurz hier was schauen, ne? Warum krummelt der denn die ganze Zeit schon wieder? Ich glaube, ich stelle das Ding hier lieber aus. Oh, was für ein Zufall! Ich habe gerade den Part an, wo ich hier bin. Also Part 2. So, auf der Ebene ist es. Da hinten irgendwo. Hier drin. Also im letzten Raum. Welcher Raum kommt denn jetzt? So, hier müsst ihr jetzt... Ah, da hinten. Warum war ich schon nicht? Ich bin doch hier hochgegangen, oder? Nö. Hey, hier war ich doch, oder? Ein Herz, ganz hat sich ja gelohnt. Die Leiter. Kann man die auch so treffen? Nee. Okay. Ja, wisst ihr, die Leiter, die kann sich irgendwie von selbst wieder nach oben befördern, aber hier dieser Übergang da, ne, der kommt nicht. Ist ja klar. So.
haben wir übrigens noch die Wundererbse. Ja, und wir haben noch die Maske. Stimmt, die Maskenquest müssen wir auch noch machen. Als Kind. Alles noch als Kind. Man kann sich aber auch, glaube ich, wieder zurückverwandeln. Oh, Reinhard! So, da hinten ist nämlich noch so ein Raum, den könnten wir nicht betreten. Dafür brauchen wir nämlich die Bomben und den Boomerang. Das heißt, man kann sich nicht freuen, indem man nach der zweiten Welt der Dongos Höhle wieder zurückgeht. Ich glaube, das ist hier irgendwie, oder so? Ja. Man kann sich nicht freuen, indem man nach Dodongos Höhle wieder hierher kommt und den Eingang dann freisprengt. Nein, man muss auch, man braucht den Boomerang. Ich sehe es doch ganz genau, da oben hängen sich schon wieder diese komischen Eier. Ich kann sie auch irgendwie gerade nicht abschießen und jetzt habe ich das Viecher nicht mehr. Du bist ja ganz neu. Warst du vorher auch schon da? Ist das überhaupt der richtige Raum? Da hinten muss ich hin. Ah! Gar nicht gesehen. Nein! Keine Bombe. So. Und das da anzünden. Sterb. Dicke und los. So. Bam. Sehr gut. Und hier. Denkt man sich einfach. So, okay, das Viecher besiegen. So, und. Mehr ist sie ja gar nicht. Oh! Dann sieht man das Viech hier, das man jetzt besiegen kann. Ich mach's einfach mal mit einer Bombe. Wenn es funktioniert. Ja, funktioniert. Denn jetzt kommt man da nicht dran. Man braucht jetzt den Boomerang, um da dran zu kommen. Da, und das 20. Und jetzt bekommen wir unser nächstes Item von diesen Viechern da, von der Skulltula. So, ich glaube, wir sind jetzt auch fertig, oder? Ja, wir haben das Skulltula-Symbol bei dem Dekobaum und ja, dann sind wir hier jetzt fertig. Haben wir auch wirklich alle Truhen? Ja, alles erledigt. Raus hier. Ob ich eigentlich zum Boss kann und dort wieder in das Licht gehen kann, dann komme ich auch wieder raus, oder? Brauche ich jetzt nicht den ganzen Weg wieder zu gehen. Egal. Soll ich zum Boss gehen? Wo lande ich denn dann? Da komme ich wieder hoch. Ich lasse es lieber mal sein. Nicht, dass noch irgendwas Schlimmeres passiert und ich muss hier diese zwei Ranken hochgehen. So, die Skulltulas müssten ja jetzt nicht mehr da sein, oder? Die verwandeln sich nicht in ganz normale? Nee. Gut. Die goldenen Skulltulas. So, unser nächstes Ziel ist dann Kakariko. So. Ich kann mich ja leider noch nicht dorthin porten. Midu ist inzwischen auch weg. Hallo. Oder steht er hier? Oder ist er in seinem Haus oder so? Ich weiß gar nicht. Er müsste eigentlich hier stehen. Nee. Midu ist weg. Er kommt nie wieder. Das hier ist doch das Haus von Midu, oder? Nee, Salias Haus ist das. Salia ist aber, glaube ich, gar nicht da drin. Sie ist, glaube ich, gar nicht mehr da. So, da ist übrigens dieser Mythenstein. Kennt ihr ja schon. War Rubini hier. Steht dieses Mondgesicht hier, schaut mal. Sehr schön. Also, aber du bist immer noch da, ne? Du rührst dich nicht vom Fleck, du komischer Einsiedler. Krebs. Nein. Ach stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Da gibt es auch noch irgendwie was Besonderes. Kann ich auch rüberspringen? Nee. Verdammt. Hier im Hyrule Field müssen wir uns auch noch umschauen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt mal. Ich rumpel jetzt mal jeden Baum hier an.
Das Viech hat uns gesehen. Das kommt hierher. Es sieht uns, glaube ich, nicht mehr. Oh doch, es sieht uns noch. Er kommt, glaube ich, nicht hierher. Nee. Der kommt nicht hier rein. Steht er jetzt da? Renn doch! Renn! Mann, dieses Viech da. So, wir gehen jetzt mal. Wir gucken mal genau in die Sonne. Nein. Ah! Hier schon wieder. Ist denn das überhaupt? Es muss irgendwo ganz da hinten sein. Was ist denn da eigentlich? Ich glaube, da war ich noch nie. Was haben wir denn da? Das ist nochmal so ein Ananas, aber über Nacht schläft die ja. Das sind 3 Stück von denen. Die schlafen ja hoffentlich. Da kommen nur dieses Kleine raus. Ja. Hä, habt ihr das gesehen? Das Gras, da ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, und ihr taucht auch einfach aus dem Nichts auf. Alter, da hinten ist noch so fies. Hey, hier war ich noch nie. Lass mich raten, irgendwo ist hier eine Skulptur drin. Dekonus. Nix. Ach man, geht doch weg. Ich glaube, hier ist gar nichts. Hier geht es auch nirgendwo weiter. Es geht nur da hinten weiter. Du kannst nicht nachts bleiben. Es geht nur da oben irgendwo weiter. Ich glaube, das Viech wird jetzt wach. Das heißt, ich verdufte mal lieber schnell. Ich glaube, es hat mich schon gesehen. Da fliegt's! Die fliegen alle irgendwie da. Nee, das ist nur das eine. Hä? Wer bist du denn? Irgendein Postbote. Den brauchen wir später noch. Ah, ich glaube, wir sind da. Ach nee, das ist, da geht's zum Hyliassee. Da waren wir ja bei dem Gorman. Ich glaube, von hier können wir jetzt auch mit der Eule sprechen. Nee, sie ist gar nicht da. Sie ist gar nicht da! Moment, man kann ja da rein. Wo ist denn die Eule? Die hat doch hier irgendwo gesessen. Da war die. Die ist, glaube ich, nur bei Nacht da, oder? Hyliassee. Ja, wie kommt man da hin, bitte sehr? Bitte schön. Kommt man nicht rüber. Ich glaube, die ist wirklich nur bei Nacht da. Naja, ich schalte jetzt nicht extra nochmal Nacht. Ah! Was fliegen die einfach alle? Kommt die näher? Ich hoffe nicht. Ne, die fliegt ja einfach nur so rum. Bleib lieber mal schnell da unten drunter. Schnell weg. Das Viech teilt sich irgendwie. Ah! Oh nein! Die kommen ja hierher! Nein! Pass auf, die Dicke kommt gleich noch hinterher. Schnell weg! Schnell da lang! Wenn es da wirklich lang geht, wo ich auch hin will. Ja, denk schon. Sind weg. Kann mit der Musik aufhören. So, und jetzt kommen wir zum coolsten Ort. Für mich. Wenn wir dort überhaupt hinkommen. Mit der coolsten Musik. Da-da-da-da. Gerudo-Tal. Hier befindet sich eigentlich der letzte Tempel.
Es wird natürlich nachts. Nee, ich will die Musik hören. Ich war hier noch nie als Kind. Ups. Es wird Nacht. Ah, ne. Komm schon, die Musik. Komm schon. Mal schauen, ob wir irgendwie die zweite Welt schon sehen können. Die letzte Welt schon sehen können? Nee. Ich glaube, die ist irgendwie ganz hinten. Ich war hier noch nie bei Tag. Bei Dings. Da stehen auch Gerudo-Kriegerinnen. Also, ja, also wir sind hier jetzt gerade im Reich von Ganondorf eigentlich. Der beherrscht ja dieses Land. Oder er beherrscht ja dieses Land, er ist ja der König. Klippenspringen verboten. Es schadet der Gesundheit. Du denkst wohl, ich bin Lebensmittel oder was? Wer möchte freiwillig da runter? Ist aber irgendwas. Ich glaube, wir springen da vielleicht wirklich mal runter. Ich glaube, da dürfen wir allerdings nicht durch. Hallo? Hinter diesem Tor befindet sich die Gerudo-Festung. Kinder haben hier nichts zu suchen. Nee, da kommen wir nicht lang. Ist denn da? Irgendwas ist da. Guck mal, da kann ich da lang. Ich glaube, ich gehe wirklich mal da unten. Nach unten. Oh oh. Oh oh. Nur ein Herzschaden, das ist doch nichts. Schade. Dass wir da nicht hin können. Was haben wir hier hinterm Wasserfall? Ist hier irgendwie was? Da ist ja tatsächlich was. Das ist eine Leiter. Oder so. Oder was? Irgendwas ist da. Egal. Ist das die Eule? Nee. Das ist eine Kuh. Ich glaube, die Kuh kriegen wir später noch geschenkt, oder? Hallo? Warum bist du schon wieder hier? Was? Willst du mich noch einmal dasselbe fragen? Was? Ich war doch noch gar nicht hier. Naja, wenn du sowieso schon da bist, dann mach das Beste draus. Wie bitte? Warum schon wieder? Ich will diese Kuh hier ansehen, hallo? Schöne Kuh. hier ist ein Loch in der Erde. Ja, sehr schön. Nein, ich will die Kiste da kaputt machen. Ich weiß, dass du ein Loch ganz toll. Darf ich da runter? Ja, schon. Ich glaube, da geht's zum Hyliasee, oder? Dann gehen wir halt da als nächstes hin. Zum Hyliasee. Ah! Jetzt sind wir tatsächlich hier. Hyliasee. Ui! So, da sind wir. Schönes Kultur. Affen. Ah, ne, das, genau, jetzt, die kriegen wir ja jetzt. Das ist die, die an dem Haus da ist. Ich frage mich immer noch, wie man in das Haus reinkommt, weil ich glaube, die brauche ich nämlich noch. Ah, da. Ich habe das letzte Mal den Eingang gar nicht gesehen. Hier sind überall solche Flecken. Sind, glaube ich, insgesamt 10 Stück. So, jetzt hängt da die Skulptur rum. Töten wir mal. Wir gehen am besten näher ran und töten sie. Oder auch nicht. Wir gehen einfach hier hin und töten sie. Nicht. Nee, hier kriege ich sie auch nicht. Ich muss weiter weg. Von hier könnte ich sie vielleicht kriegen. Pass auf, jetzt ist sie gleich weg. Schneller! Gleich ist sie weg! Gerade noch rechtzeitig. Die wäre jetzt weg gewesen. Denke ich mal. Dahinter haben wir schon wieder die Eule. Ich laufe einfach mal ganz schnell an der vorbei. Hallo. Ah! Octorox hier. Doch, Octorox heißen die.
Ach so, hier waren wir ja schon mal. Ja, wir müssen. Wo war das denn? Das war doch hier. Bei Majora's Mask war das nicht. Hinten war es, glaube ich. Da ist diese Fischerbude. Sollen wir mal zu der Fischerbude gehen? Nee. Nein. Ich suche aber die ganze Zeit so ein Ding. Ich glaube, das ist hier. So ein Feld mit einer Vogelscheuche. Ja, ich glaube, ich sehe sie auch schon. Nee, ich sehe sie nicht. Ah, jetzt sehen. Da ist eine Vogelscheuche. Seht ihr so? Zwei sogar. Hallo? Ich bin Paul, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, süßer. Okay. Wow, du hast eine Ocarina? Hey, warum flötest du mir nicht etwas vor, süßer? Jetzt können wir hier irgendwas spielen. Nee, Moment, nee. Nee, das Lied kann ich mir aber gar nicht erinnern, süßer. Warum? Ja, ich weiß nicht. Moment. Ja. Naja, gar nicht schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für euch lass es gut sein, süßer. Aha, und wer bist du da hinten? Ich bin Peter, ja, die Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen, um mehr Lieder zu hören, aber ich gebe das nichts. Du also auch, okay. Achso, nee, Moment. Wunderschöne Melodie, sie geht richtig ins Herz. Sehr schön. Schönes Lied einfällt, komm her und spiel das mit. Ich will ein anderes Lied spielen. Danke sehr. Aha. Ich mach grad gar nichts. Wenn du das mal einfach komm her und spiel es von mir. Nee. Schnell weg. Fischerbude? Fischers Fritz? Nee, ich muss irgendwie zu Kakariko. Ich frage mich, wie ich jetzt überhaupt wieder irgendwo hinkomme. Von da hinten. So, uns wird aber auch nirgendwo angezeigt, wo wir hin sollen. Nee, nach Kakariko sollen wir. Ich glaube, Dodongos Hölle mache ich jetzt doch nicht mehr. Ich warte mal kurz, bis die Eule hier erscheint. Mal schauen, ob wir sie sehen. Wie sie angeflogen kommt. Ich sehe sie nicht. Hä? War sie das? Nee. Was so?
Okay, die Eule ist irgendwie verschwunden. Ich weiß ja nicht. So, ich glaube, wir haben jetzt auch die ganze Karte soweit aufgedeckt. Und schneller, und schneller. Du. Schnell weg! Die Ananas! Ich will sie nicht sehen. Pass auf, jetzt fliegen sie wieder davon. Nein? Oh hey! Ah! Wo flieg ich denn hier hin? Ich fliege in die falsche Richtung. Moment mal, ich muss doch da lang, oder? Nee. Da hinten muss ich lang. Navi, nein. Ich weiß, dass wir zum Schloss gehen sollen. Gehe ich gleich hin. Und gleich sind wir da. Und im Wasser sind wir. Ihr seht schon, es wird grau, wenn wir dorthin gehen. Und es ist Tag. Und die Zugbrücke ist geschlossen, obwohl es Tag ist. Das hier sieht irgendwie verdächtig aus. Nix. Was man ist denn? Ja, ja. Da gehen wir gleich hin, den nächsten Part, Mensch. So, wir gehen jetzt noch zum Friedhof, und um dort noch eine Wundererbse zu pflanzen, um später ein Herz herzukriegen. Und wir geben diesem Typen hier ein... Nee, du warst es nicht. Nee. Ah nee, ich glaube, das habe ich schon mal probiert, ja? La, 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 la. Wir müssen dorthin. La, 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 la. So. Mit 20 können wir den zweiten erfahren. Mal schauen, ob uns der andere immer noch angreift. Den haben wir ja letztes Mal geschlagen. Ne, er greift uns nicht mehr an. Hä? Was tut das? Nee. Irgendjemand haben wir das letzte Mal geschlagen. Ah, da sitzt er. Alter, ja, in so ein Haus würde ich niemals reingehen. Der Buch ist von mir genommen. 1000 Dank, hier ist ein Wert von Blumen für dich. Der Stein des Wissens! Dieser ungewöhnliche Stein reagiert in seiner inneren Stimme auf naheliegende Geheimnisse. Genau. Bei der Ausrüstung ist es hier jetzt. Nee, doch. Hier, Stein des Wissens. Da haben wir hier große Munitionstaschen für Dekokerne, Bombentasche, Koronenarmband, silberne Schuppe. Scheint irgendwie besonders zu sein. Feen-Ocarina, Skokiri-Smaragd, Geron-Rubin und Sora-Saphir. Dann Kokiri-Schwert, Deku-Schild, Julia-Schild, Kokiri-Kleidung, Karte. Ah, jetzt haben wir hier sogar alle Orte. Kokiri-Wald, verlorene Wälder, Soras Reich, Kakariko, Todesberg, Marktplatz, London Farm, Ebene von Hyrule, Gerudo-Tal und Hylia-See. Schön. Und Items? Fuchsmaske. Ganz toll. Viel haben wir ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, die Folge geht länger heute. Hast du schon wieder seine Hühner verloren? Geht's ihnen gut? Nee, sie haben schon wieder Kopfschmerzen. So, schnell zum Friedhof noch. So.
Er ist schon wieder der. Ah ne, ist er gar nicht. Kleiner. Steht hier später nicht auch noch ein Grab? So, hier können wir das Ding jetzt. Oh Moment, wir brauchen. Oh. Okay, wir brauchen, glaube ich, auch noch was anderes. So, wir können hier jetzt mal das Ding da einpflanzen, ne? Jetzt müssen da irgendwie noch Käfer dran. Das heißt, wir brauchen irgendwo noch Käfer. Ich weiß aber nicht, woher wir die kriegen. Wo können wir den Käfer herkriegen? Ich brauche Käfer. Verkauft uns nicht irgendeiner einen Käfer? Nee. Käfer sind eigentlich unter Steinen oder so. Vielleicht auch hier in der Nähe. Nee, das hier können wir ja nicht hochheben, ne? Oh doch! Jetzt auf einmal. Woher brauche ich Käfer? Ich weiß ja noch nicht mal, wo es Käfer gibt. Ich habe noch keinen einzigen Käfer gesehen. Da unten? Nee. Da hinten vielleicht? Nee. Hier? Kein Käfer. Nirgendwo? Nein. Kein Käfer. Ich glaube, hier gibt es auch keinen. In Kakariko. Oder Moment, hier gibt es ja irgendwo so einen Laden. Ich glaube, der ist da oben. Hier ist der, glaube ich, drin. Das ist ja so ein Laden. Nee, doch nicht. Der steht da immer noch und lässt uns nicht vorbei. Er kann nicht da drüber springen. Okay. Kein Käfer. Ah, der. Nee, machen wir jetzt nicht. Käfer, Käfer, Käfer. Kein Käfer. Hä, was war das denn? Okay. Kein Käfer. Okay, dann lassen wir das jetzt einfach so. Und gehen endlich zum Schloss. Was befindet sich dort? Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Also seid gespannt auf die nächste Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Schreibt doch einen Kommentar. Oder teilt es auf irgendwas anderem. So. Und wir gehen dann jetzt. Was ist das da eigentlich? Haben wir nichts gesehen. So. Gehen wir dann im nächsten Part hin. Bis zum nächsten Mal und ciao.